Willkommen zurück bei Undertale. Die größten Prüfungen, die stehen uns jetzt bevor. Wir schreiten durch diese Tür und gehen diesen Gang entlang. Irgendwo hier wird sich Asgore befinden. Und da haben wir ihn, den Thronsaal. Und einen Speicherpunkt. Yay! Praktisch. Macht man mal so. Okay, aber gehen wir erstmal hier lang. Bevor wir Asgore gegenüberstehen, schauen wir erstmal, was es hier so gibt. Oh mein Gott. Sind das Särge? Es ist ein Sarg. Dort steht ein Name drauf. Weehawk. Er ist leer. Und wir sollten dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Ja, 6 Seelen wurden bereits gesammelt. Leider können wir uns die anderen Särge nicht ansehen. Ja, wir wollen zusehen, dass wir nicht die 7. werden. Oh je, oh je. Oh je, Mini. Das wird nicht leicht. Gut. Asgore, erstmal hören, was du zu sagen hast. Netter Garten. Dumm-di-dumm. Oh. Ist jemand hier? Einen Moment. Ich bin fast damit fertig, meine Blumen zu gießen. Womit? Hast du dir gerade den Reißverschluss hochgezogen? Entschuldigt, ich wollte ja ernst bleiben. Oh mein Gott. Wie soll ich ernst bleiben, wenn du auch noch aussiehst wie King Harkinian? So ein bisschen. Okay. Howdy, my boy. Nein, okay, Schluss jetzt damit. Wie kann ich dir... Oh. So gerne würde ich sagen, möchtest du eine Tasse Tee? Aber du weißt ja, wie es ist. Schöner Tag heute, nicht? Die Vögel singen, die Blumen blühen. Das perfekte Wetter, um Fangen zu spielen. Du weißt, was wir tun müssen. Wenn du bereit bist, komm in den nächsten Raum. Womöglich unsere letzte Chance, uns nochmal aufzurüsten. Aber wir werden es mal so probieren. Okay, noch ein letztes Mal speichern. Was ist mit dem Thron? Er ist abgedeckt. Egal. Gehen wir rein. Nur daran zu denken, ist wie ein Besuch beim Zahnarzt. Ja, ne? Und noch ein Speicherpunkt. Bist du bereit? Denn wenn du es nicht bist, verstehe ich das. Ich bin auch nicht bereit. Oh je. Gut. Gehen wir es an. Dies ist die Barriere.
Dies ist es, was uns alle im Untergrund gefangen hält. Wenn du aus irgendeinem Grund noch was zu tun hast, bitte tu, was du tun musst. Er gibt uns viele Chancen. Das muss man sagen. Aber wir gehen weiter. Ich verstehe. Das war's dann wohl. Bist du bereit? Ein seltsames Licht erfüllt den Raum. Das Zwielicht scheint durch die Barriere. Sieht so aus, als wäre deine Reise vorbei. Ja, du bist gefüllt mit Entschlossenheit. Schnensch. Es war nett, dich kennengelernt zu haben. Auf Wiedersehen. Ups. Oh nein! Ja, wir können ihn nicht verschonen. Und ihr wisst, was das heißt. Zum allerersten Mal überhaupt werden wir kämpfen müssen. Okay. Na gut, wenn man vom Metaton-Kampf absieht. Das war ja auch mehr oder weniger ein Shoot'em-up. Aber ja, diesmal werden wir wirklich kämpfen müssen. Wir können aber trotzdem mal mit Asgore reden. Die Musik passt übrigens perfekt. Ja, gut. Ruhig erzählst du Asgore, dass du nicht kämpfen möchtest. Seine Hände zittern für einen Moment. Jipsis. Okay, probieren wir es weiter. Und erneut. Okay, komische Atmung. Jipsis. Au. Au. Und schon. Sieht es schlecht aus. Egal, noch ein letztes Mal mit ihm reden. Okay. Du sagst Asgore, dass er aufhören soll zu kämpfen. Okay. Blitze in seinen Augen. Also, ja. Blitze in seinen Augen. Okay. Seine Attack and Defense dropped. Und genau das wollte ich. Gut. Starfade. So, habt ihr das Glänzen in seinen Augen gesehen? Und die Farbe davon? Diese Farbe verrät euch, in welcher Reihenfolge er wie angreifen wird. Das heißt, seine Augen haben jetzt zweimal orange geblitzt und das bedeutet, er wird zweimal orange zuschlagen. Orange, das wisst ihr mittlerweile, bedeutet, dass wir uns bewegen müssen. Gut. Gut, zum ersten Mal nutzen wir die Kämpfen-Option. Und schlagen zu. Das. Und weiter geht's. Okay. Läuft prima, Fox. Ja, läuft gar nicht prima, Fox. Okay. Weiterkämpfen. Gut. Es ist trotzdem manchmal nicht so einfach, darauf zu reagieren, weil es halt trotzdem sehr, sehr schnell geht. Aber ihr habt das gesehen. Okay. Weiter geht's. Oh, das war schlecht.
Okay. Weiter geht's. Aber ihr seht, es wird ein langer Kampf, ein zäher Kampf. Wir werden uns irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagen müssen. Das. Verdammt. Da ich mich von dem letzten Ring noch treffen lasse. Egal, komm. Eben war sein Speer am Ende blau. Da habe ich gedacht, jetzt schlägt er nochmal blau zu, obwohl ich das gar nicht gesehen habe. Da war ich jetzt erstmal kurz verwirrt. Gut, alles gut. Es läuft anständig. Soll ich ein Heil-Item nehmen? Es ist nämlich wie folgt bei Asgore. Und zwar ähnlich wie bei Toriel. Und das wusste ich bei Toriel nicht mehr. Aber bei Asgore ist es so, dass er eure HP bis 1 runterbringt und euch erst dann tötet. Also sie geht auf jeden Fall auf 1 runter, bevor er euch tötet. Der nächste Angriff würde die HP auf 1 runterbringen. Wenn ich mich dann allerdings noch ein zweites Mal treffen lasse, und das kann immer passieren, dass ich in einer Runde vielleicht auch zweimal getroffen werde, ist es um mich geschehen. Das heißt, ich werde zur Sicherheit vielleicht doch mal Starfate nochmal trinken. Wir haben danach noch 2 Glamburger. Vielleicht reicht's. Okay. Und es war gut, dass ich das gemacht habe. Es war äußerst gut, dass ich das gemacht habe. Das wäre es nämlich für mich gewesen. Uah, diese Attacke mag ich nämlich überhaupt nicht. Orange. In Bewegung bleiben. Weiter geht's. Tut mir leid, König. Weia. Kein Starfate mehr? Das wäre jetzt natürlich schön gewesen. Egal. Ist vielleicht ein bisschen zu früh für den Glamburger, oder? Wir probieren es so. Es kann sein, dass mich das jetzt den Kampf kostet. Aber ich leg's mal drauf an. Es kostet mich den Kampf. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell wird. Wow. Gut, wir haben verloren. You're going to be alright, Weehawk. Stay determined. Natürlich. Ja. Ein nicht leichter Kampf. Der uns viel abverlangt. Wir probieren es nochmal. Und dieses Mal können wir ihm sagen, dass er uns getötet hat. Und das ist ihm auch bewusst. Und das war dämlich. Au. Wow, das war ja... perfekt. Okay, was ist los mit mir? Was zur Hölle ist gerade los mit mir? Okay. Stopp, Schluss damit jetzt. Jetzt mal zusammenreißen. Und da habe ich mich bewegt. Gerade läuft es nicht. Oh je. So, jetzt können wir erstmal dich angreifen.
Was? Das war ja gar nichts. Boah, wenn diese Attacke so schnell wird, dann ist die echt schwer abzuwehren. Das ging jetzt noch. Alter! Und das war's. So, wir sind zurück. Ich habe jetzt mal Folgendes gemacht. Und zwar, ich habe mir mal den Dagger ausgerüstet, den Dolch, und mir zwei weitere Heilgegenstände geholt. Und ich hoffe, damit läuft es jetzt etwas besser. Ich werde jetzt auch nicht mit ihm reden, weil ihr seht's, ihr habt es eben gesehen, wir machen jetzt natürlich in etwa so viel Schaden, wie wir gemacht haben, als wir seine Verteidigung gedroppt haben mit dem Dolch. War also doch eine gute Idee, ihn auszurüsten. Oh Gott. Aber gut, schon ist der erste Heilgegenstand weg. Und ich weiß auch nicht. Ich bin ziemlich nervös. Dieser Kampf nimmt mich immer ein bisschen mit. Tatsächlich ist das eine sehr, sehr unangenehme Situation hier. Und Undertale ist so ein Spiel, das spielst du, wenn du es Let's Playst, spielst du es besser blind. Das ist einfach... Weil natürlich an dem Abend, an dem Streamabend, wo ich das erste Mal gegen Asko gekämpft habe, da ist natürlich, ja, teilweise ein bisschen Pipi in den Augen gehabt. Also, da war ich schon schwer am Schlucken, kann man sagen. Also das hat mich schon ein bisschen mitgenommen alles. Jetzt kenne ich das Ganze zwar und ich ja, bin der Meinung, ich bekomme das jetzt auch nicht mehr so gut transportiert wie vielleicht damals im Stream. Es ist... immer sehr interessant, die erste Reaktion von jemandem auf Asgore oder auf das, was danach kommt, zu sehen, weil das ist immer, das ist eigentlich das Beste an diesen Let's Plays von Undertale, wenn du wirklich Leuten zuguckst, die es komplett blind spielen. Aber gut, bis jetzt läuft es ganz gut. Wir haben auch zwei weitere Heilgegenstände und oh, ich wäre fast durchgekommen hier. Und von daher bin ich für den Moment mal zuversichtlich, dass wir es diesmal hinbekommen. So leid es mir tut, König. Du weißt, ich mag Könige. Besonders einen gewissen aus Hyrule. Oh Gott. Hyrule? Oh je. Boah, ich hasse diese Attacke. Ich hasse es, wenn sie so schnell wird. Ich glaube, seine Attacken werden auch schneller mit der Zeit. Okay, bewegen und anhalten. So schnell kann ich nicht anhalten. Ich bin ja auch mitten in der Bewegung drin. Da kommst du mir schon mit Blau. Oh Gott. Eine richtige Bullet Hell hier gerade. Ist auch wirklich was ich selber privat nicht spiele. Aber wer sowas spielt, denke ich, hat seinen Spaß an Undertale. Oh Gott. Boah. Beinahe wäre es um uns geschehen gewesen. So, Glamburger. Und jetzt konzentriert bleiben. Ich glaube, jetzt muss ich doch die Gesprächsthemen mal ein bisschen runterfahren. Und mich jetzt einfach mal für einen Moment konzentrieren. Dass wir hier durchkommen. Wir sind erst bei der Hälfte. Bewegen und... Ach, so schnell kann ich nicht anhalten. Mann. Oh, ausgewichen. Bin durchgekommen. Ich bin ja fast stolz auf mich. So stolz. Warum bin ich so stolz? Au. Nein. Oh, gut. Das darf jetzt echt nicht mehr schief gehen. Ihr seht, wir haben jetzt Cinnamon Bun. Ich bin tatsächlich nochmal nach Snowdin zurück, nach Edward Snowdin, weil ich hatte nur noch ganz wenig Geld. Und die Cinnamon Buns, die heilen irgendwie 22 HP und kosten aber nur 25 Gold. Das ist natürlich
Boah, ich bin da echt durchgekommen. Das ist natürlich Gold wert. So. Gold wert. 25 Gold wert. So. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh, da war ich falsch. Weiß gar nicht, kommt das immer nach demselben Rhythmus? Ich glaube ja. Aber ist euch was aufgefallen? Er nimmt mehr Schaden. Oh, und ich hoffentlich jetzt keinen. Nein, 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 nein. Boah, gut. Er nimmt mehr Schaden. So, stehen bleiben und bewegen. Geschafft. So, das heißt, wir haben es bald, wenn er mehr Schaden nimmt. 233. Wahnsinn. Ja, jetzt aufpassen. Noch haben wir einen Heilgegenstand zur Not. Ich werde diesmal nicht mehr geizig sein. Wir haben ihn gleich geschafft. Oh Gott. Nichts mehr riskieren. Asgore has low HP. Darauf habe ich gewartet, denn jetzt war's das. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Ah. So ist das also. Ich erinnere mich an den Tag, nachdem mein Sohn starb. Der gesamte Untergrund verlor die Hoffnung. Die Zukunft wurde wieder einmal von den Schnenschen von uns genommen. In einem Anflug von Ärger habe ich den Krieg erklärt. Ich sagte, ich würde jeden Schnenschen zerstören, der hierher käme. Ich würde ihre Seelen benutzen, um Gott gleich zu werden und uns aus diesem schrecklichen Gefängnis zu befreien. Dann würde ich die Schnenschheit zerstören und die Monster die Oberfläche regieren lassen. In Frieden. Bald würden die Hoffnungen der Leute zurückkehren. Meine Frau jedoch, ja, war angewidert von meinen Aktionen. Sie hat diesen Ort verlassen und wurde nie wieder gesehen. In Wahrheit möchte ich gar keine Kraft. Ich möchte niemanden verletzen. Ich möchte einfach nur, dass jeder Hoffnung hat. Aber ich halte das nicht länger aus. Ich möchte einfach meine Frau sehen. Ich möchte einfach meine Kinder sehen. Mein Kind sehen, meine ich. Bitte, junger Skywalker. Es ist lange genug gegangen. Du hast die Kraft. Nimm meine Seele und verlasse diesen verfluchten Ort. Tja, Leute, ihr seht es. Ja, der Mercy-Button wurde mühevoll wieder zusammengeflickt. Nicht ganz perfekt, aber er sollte funktionieren. Denn schließlich ist das Ganze hier ein Pazifisten-Run. Also, König, natürlich verschonen wir dein Leben. Nach allem, was ich dir getan, was ich getan habe, um dich zu verletzen. Du würdest lieber hier unten bleiben und leiden? Als glücklich an der Oberfläche zu leben? Schnensch, ich verspreche dir, solange du hier bleibst, werden meine Frau und ich auf dich aufpassen, so gut wir können. Wir können im Wohnzimmer sitzen, uns Geschichten erzählen, Butterscotch-Kuchen essen. Wir könnten wie eine Familie sein. Oh. Ja? Was zur Hölle? Das wird doch nicht... Oh nein. Oh nein. Du Idiot. Du hast nicht eine Sache gelernt. In dieser Welt heißt es töten oder getötet werden.
Wahnsinn. Leute, ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, ja, soeben hat sich das Spiel geschlossen. Undertale hat sich geschlossen. Und ich sitze nun hier. Und meine Aufnahme ist futsch. Nein, eigentlich nicht. Aber was passiert wohl, wenn wir das Spiel jetzt wieder starten? Wird dann alles wieder so sein wie vorher? Müssen wir Asgore dann nochmal bekämpfen? Müssen wir dort einen Ausweg finden? Oder stehen wir jetzt ein für alle Mal Flowey gegenüber? Das, Leute, erfahrt ihr im nächsten Part von Undertale. Was jetzt kommt, wird einfach nur noch krass.